Bürgerberatung Pjoch, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Bürgerberatung hat am 1. April 1978 ihren Betrieb aufgenommen. Ist eine Serviceeinrichtung des regierenden Bürgermeisters. Das Angebot an den Bürgerinnen und Bürgern, wann immer Sie ein Anliegen haben, Probleme oder Vorschlag, können Sie sich an den regierenden Bürgermeister wenden bzw. an seine Bürgerberatung. Die Idee zu dieser Einrichtung hatte der damalige regierende Bürgermeister Dietrich Stoppe, der also der Meinung war, dass also Bürgernähe auch in Berlin doch noch mehr Einzug halten sollte. Es war ein neuer Weg, dass ein regierender Bürgermeister sozusagen sich den Bürgern stellt. Und da muss ich sagen, das hängt immer davon ab, wie der jeweilige regierende Bürgermeister das Problem sieht. Bei Herrn Müller sehe ich das genauso. Und das merken die Leute, dass der da Interesse dran hat. Mit Amtsantritt von Michael Müller als regierender Bürgermeister hat dieser wieder die Bürgersprechstunde eingeführt. Er legt sehr viel Wert auf den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, um ihre Sorgen und Nöte persönlich zu erfahren. Und unser Haus wurde von einer Entmietungsfirma gekauft. Alleine mit dem Zweck, dieses Haus aufzuteilen in Eigentumswohnungen. Und sobald man uns los ist, muss man so sagen, die Wohnung weiter zu verkaufen. Also wir haben schon den Bezirk erreicht man ja leichter. Aber es werden auch viele Sachen auf Senatsebene entschieden. Und haben dann die Bürgersprechstunde als Anlass genommen, um mal zu schauen, ob sich denn Herr Müller dafür interessiert. Wir hatten Eltern, die es gerne gehabt hätten, dass auf der künftigen Schule ihrer Kinder anstatt 2 Züge 3 Züge eingerichtet werden. Es gibt, glaube ich, über 800 Schulen hier in Berlin. Wir kommen jetzt mit dem Anliegen einer Schule und insofern war das alles positiv und natürlich auch das, was er zu vermelden hatte, dass es grundsätzlich keine Vorbehalte gibt. Wir feiern in diesem Jahr 40 Jahre Bürgerberatung und deshalb fanden Feierstunde statt. Der regierende Bürgermeister hat die Gelegenheit auch nochmal wahrgenommen, einerseits auf das Wirken der Bürgerberatung einzugehen, aber auch sich mit den ehemaligen Leiterinnen und Leitern als auch mit den anwesenden Bürgern und mit den Beschäftigten nochmal auszutauschen. Und insgesamt kann man sagen, über die 40 Jahre waren das rund 450.000 Kontakte zwischen der Bürgerberatung und den Bürgerinnen und Bürgern. Und das finde ich ist eine ganz spektakuläre Zahl. Wir machen hier praktisch die Erstberatung. Da gilt es dann für uns auch einerseits zuhören, um das Problem zu analysieren, zu erfassen, unter Umständen die Entscheidung auch zu erläutern, warum die Behörde so entschieden hat, weil sie im Rahmen der Gesetze gehandelt haben, oder auch um die Behörde zu bitten, ihre Entscheidung zu überdenken. Wenn die Bürgerinnen und Bürger hier vorbeikommen, dem fällt erstmal ein Stein vom Herzen, dass ihnen A, erstens einer zuhört und B, dass sich jemand dann auch noch für die Sache stark macht. Egal, jetzt unabhängig von dem Ergebnis.